Gartenräume voller Gartenträume. Das ist das Motto unserer heutigen Sendung. Herzlich willkommen bei Natur im Garten. Wir sind heute zu Gast in Langenlebern. Das ist im niederösterreichischen Tullnerfeld. Ein Garten, 1100 Quadratmeter groß, langgestreckt und schmal. Und ein typisches Beispiel, wie man so einen Garten durch perfekte Gestaltung interessant machen kann. Und das sind unsere weiteren Themen. Die Rosen blühen, wir sind laut phänologischem Kalender im Frühsommer. In der Gartenpraxis legen wir einen Garten in der Schale an. Und Uschi macht aus den Fichten-Maiwipfern einen köstlichen Brotaufstrich. Ursula Weber oder Uschi, wie du genannt wirst, wir sind hier in diesem Gartentraum. Der wievielte Garten ist denn das eigentlich da? Also das ist eigentlich der dritte Garten. Habt ihr sie nummeriert schon? Ja, im Kopf. Im Kopf. Was wirklich spannend ist, wenn man hereinkommt beim Haus, ist ein ganz ein langer, schmaler Gang. Und das ist eigentlich immer das Schwierigste zum Gestalten. Ja. Das habt ihr so kunstvoll gestaltet mit diesem Weg, der da nicht gerade führt. Geschwungen, ja. Ja, da rückt das ein bisschen zusammen. Man hat auch Platz für Pflanzen links und rechts. Du bist ja die Künstlerin, du machst Keramik. Ja. Das heißt, alles, was so an Figuren herumsteht, wenn ich das so sagen darf, ist von dir. Ja, alles, aber vieles, ja. Und das ist halt ein sehr schwieriges Grundstück, was ich da ausgesucht habe. Ja, lang und schmal. Also am Anfang hat man sich gedacht, was macht man da draußen? Aber durch die Unterteilung eben im Räume und die bisschen schräge Sichtachse. Und von der Gestaltung her, habt ihr dann vom Haus begonnen, das umzugestalten? Oder, weil das machen ja manche, die setzen dort was, die setzen da was und so. Nein. Wir haben schon Raum für Raum gemacht. Okay. Ja. Also zuerst einmal natürlich die Hecken und die Wege waren das Erste. Und dann Raum für Raum. Fangen wir vorne beim Haus an. Welcher Raum ist das da, der erste? Das ist unser Hausgarten, sagen wir. Also der Vorgarten, der Eingangsweg und der Hausgarten. Okay, und das ist der, wo sich das Leben abspielt? Das ist der, wo sich das Leben abspielt. Das ist praktisch unsere Terrasse, weil das Haus ist mittlerweile über 100 Jahre alt und es hat keinen direkten Zugang zum Garten. Also nicht so eine angebaute Terrasse. Das ist unser Wohnzimmer praktisch im Sommer. Das Wohnzimmer im Grünen? Ja. Und der Bereich? Das ist der englische Garten oder Rosengarten. Ja, ein spannender Garten. Zunächst aber schauen wir in den Gartenkalender auf die Gartentullen. Ganz in der Nähe, was ist denn jetzt im Garten zu tun? Wir gärtnern im Takt der Natur. Im phänologischen Kalender sind wir bereits im Frühsommer angelangt. Die Zeigerpflanze dafür der Holunder. Die Holunderblüte, die so wunderbar duftet, die man übrigens auch in der Küche hervorragend verwenden kann. Was ist denn jetzt im Garten zu tun? Große Aufmerksamkeit den Schädlingen zuwenden. Blattläuse und Schnecken. Bei den Blattläusen mit biologischen Spritzmitteln vorgehen oder noch besser einfach abstreifen, bei den Rosen zum Beispiel. Und bei den Schnecken, Schneckenfallen auflegen, Bretter, nasse Zeitungen und dann in der Früh absammeln und beseitigen. Es werden jetzt zum Beispiel auch schon die zweijährigen Sommerblumen gesetzt, also zum Beispiel die Bartnelken, der Goldlack oder der Fingerhut, die werden jetzt ausgesät, dann im Herbst verpflanzt und im kommenden Jahr blühen sie dann in den Beeten. Und wer einen Flieder im Garten hat, die abgeblühten Blüten abschneiden, allerdings nicht zu weit zurückschneiden. Die neuen Triebe sind schon die Blütentriebe fürs kommende Jahr. Hier haben wir ein wunderbares Beispiel, wie ein Kiesbeet aussieht. Das haben wir vor einigen Jahren gepflanzt und dieses Kiesbeet ist sehr schön eingewachsen. Im Garten ein wirklicher Blickpunkt mit Pflanzen zum Beispiel. Der Thymian oder der Yucca. Die Walzenwolfsmilch oder die wunderschönen Iris. Lauter Pflanzen, die mit so einem trockenen Standort hervorragend leben können. Am Balkon kann man das im kleinen Dach machen. Und da haben wir so einen kleinen Steingarten, ideal für einen Balkon in der prallen Sonne. Ist ja oft ein wirklich großes Problem. Ein, zwei Tage wegfahren und die normalen Balkonblumen sind schon kaputt. Aber die Pflanzen, die ich hier ausgewählt habe, die sind für so einen Balkon hervorragend geeignet. Zum Beispiel Thymian. Nicht nur der Duft, wunderbar. Oder die Mittagsblumen. Mittagsblumen sind jene Pflanzen, die so gelbe und kräftig rote Blüten haben. Herrlich für die Bienen übrigens auch. Eine fantastische Pflanze. Oder diese Dachwurz.
Spinnwebdachwurz nennen sich die. Und schaut auch schön aus. Alleine diese Struktur ist wunderbar. Dann die fette Henne. Haben wir zwei verschiedene. Eine graulaubige und eine rotblättrige. Und weil die Blüten nicht fehlen dürfen, noch eine Steinnelke und eine Struktur. Das sollte man immer bedenken, auch die Strukturpflanzen sind wichtig, ein Blauschwingel. Wichtig ist das Substrat. Da heißt es ein bisschen mischen. Eine normale Erde wäre nicht geeignet. Wir brauchen hier ein sehr mineralisches Substrat, also mit viel Sand und Kies. Und mit dem fangen wir auch einmal an. Und dann geben wir ein bisschen ein Substrat, ein humoses Substrat dazu. Und noch einmal. Das Ganze mischen wir jetzt gut. So, fertig ist unser Gemisch. Und jetzt wird gepflanzt. Da setzen wir zum Beispiel den Thymian an die Außenseite. Ganz wichtig bei diesen Pflanzen, hier muss der Wurzelballen wirklich deutlich reduziert werden. Denn nur wenn der Wurzelballen klein ist, beginnen die kräftig zu wachsen und wachsen auch in dieses karge Substrat hinein. Da haben wir den Thymian. In den ersten Tagen stellen wir es noch nicht ganz in die pralle Sonne. Da müssen die Pflanzen erst sich einwurzeln. Da haben wir ja schon wieder einen sehr kräftigen Wurzelballen aufreißen, damit sie wirklich mit diesen Verhältnissen dann gut leben können. Mittagsblume. Dann davor ein Liebling von mir, diese Spinnweb-Hauswurz. Das ist ein sehr humoses Substrat, was man da hat, und das vertragt sie mit dem anderen gar nicht gut. Nicht ganz anfüllen mit dem Substrat. Warum? Werden wir gleich sehen dann am Ende, denn wir wollen ja so diese Steingartenatmosphäre im Kistall schaffen. Das setzen wir an den vorderen Rand. Blauschwengel gehen wir da hinten rein. Haben wir wieder Wurzeln, die zuerst beseitigt werden. So, dann kommt die Steinnelke. Die blüht wunderbar, und diese Steinnelke ist auch eine Pflanze, die für Bienen ganz attraktiv ist. Und all diese Pflanzen, das ist das Schöne, hat man nicht nur ein Jahr, sondern die hat man viele Jahre. Im Winter nur ab und zu gießen, dass sie nicht austrocknen. Aber grundsätzlich sind solche Kisteln für einige Jahre geeignet. So. Die wachsen dann auch nach unten und schauen recht schön aus. So, und zum Abschluss der blaue Farbklecks, der Steinsame. Abgedeckt wird das Ganze dann noch mit Split. So, und auch hier gilt,
immer angießen. Auch wenn es Pflanzen sind, die eigentlich die Trockenheit lieben, brauchen sie am Anfang den Erdschluss. Ein Kistel für die pralle Sonne und den Sonnenbalkon. Und jetzt noch Tipps für unsere Gartenfreunde. Vom 25. bis zum 28. Mai finden die Frühlingsgartentage auf Schloss Hof statt. Ebenfalls an diesem Wochenende ist das große Narzissenfest im steirischen Salzkammergut. Und vom 26. bis zum 28. Mai ist eine große Fuchsienausstellung in Ottenschlag in Niederösterreich. Wir sind zurück in Langenlebern im Garten der Familie Weber oder eigentlich muss ich sagen, am Ende des Regenbogens. Rainbow End heißt dieser Garten, wie genau. Seid ihr auf das gekommen? Ja, weil es einfach der Ort ist, an dem wir zu Hause sind und wo es für uns am schönsten ist. Und das ist das Ende unseres Regenbogens. Da liegt ja normal der Goldschatz. So ist es. Ist es der Goldschatz? Unserer schon, ja. Wir sind jetzt im Asiagarten. Ja. So, da haben wir ein Tor, so wie es gehört für so einen Asiagarten. Was sind die Elemente von diesem Teil? Also für mich sind einmal die Pflanzen wichtig, die Bepflanzung. Also die haben im Frühjahr blühen die Azaleen und der Rhododendron und ansonsten ist es eher ein grüner Garten, wo man einfach sitzen und zur Ruhe kommen kann. In allen anderen Gartenteilen ist es doch bunt und hier ist so ein Ruhepol. Azaleen, ja. Rhododendron, ein wichtiger, ja, Hinweis. Wir sagen immer von Natur im Garten, wir nehmen heimische Pflanzen und vor allem wir wollen keinen Torf. Ihr nehmt aber trotzdem keinen Torf. Das Nein, ist wir nehmen Schöne. Keinen Torf. Ja, wie, ne, funktioniert das? Also wir gießen im Frühjahr 1 bis 2 Mal mit verdünntem Apfelessig. Aha. Und dann verwenden wir Rindenhumus, eine dicke Schicht Rindenhumus, jedes Jahr neu. Und dann habe ich sehr liebe Freunde aus dem Lungau, die bringen mir jedes Jahr einen riesigen Sack Nadelstreu direkt aus dem Naturwald. Hecken hat es sehr viele, Eibenhecke. Und Mauern. Ja. Warum einmal das und einmal das? Also die Mauer, wo jetzt die Mauer ist, da war auch eine Eibenhecke. Aber wir haben leider die falsche Hecke gesetzt. Was heißt das? Ja, es gibt 2 Arten von Eibenhecken. Die eine, die wirklich gut geeignet ist, wo die Zweige waagerecht wegstehen und die kann man wunderbar schneiden. Und die andere, wo die Zweige senkrecht in die Höhe wachsen. Und die haben wir leider erwischt und die wird immer breiter. Breiter und breiter. Ja, ja. Und war nicht mehr zu handeln. Also die hat uns alles zur Seite gedrückt und man konnte sie auch gar nicht mehr schneiden, weil man nicht mehr hinkommen ist. Und jetzt haben wir uns entschlossen, diese Hecke wegzunehmen und stattdessen eine Mauer zu machen. Diese Mauer, da möchte ich jetzt schon noch was wissen. Wer plant sowas? Wie funktioniert das bei euch? Ja, also wir haben uns überlegt, so eine Mauer zu machen und man sieht natürlich in Büchern und Zeitschriften und auch in Sendungen solche Ruinenmauern. In England gibt es die auch sehr viel. Sehr viel, ja. Ja, und wir wollten aber nicht so eine typische englische Mauer mit diesen schönen Sandsteinfenstern, sondern wir wollten, dass es auch ein bisschen passend zu hier ist. Ja, und so eine alte Tür aus einem Bauernhaus in der Umgebung. Und das integrieren wir in diese Mauer und dann finde ich das passend für hier. Und das macht es gemeinsam, diese, ja, Planung? Die Planung machen wir gemeinsam und die Ausführung macht dann der Mann. Euer Garten ist ein Schaugarten, da kann man auch viel lernen. Zum Beispiel, da drüben sehe ich das, wie man eine Annabelle, die Hortensie, die ja sehr wuchskräftig ist mit den großen Blüten, zähmt. Mhm. Auf japanische Art und Weise. Genau. Wo habt ihr die Idee her gehabt? Ja, also wir wollten ein Gerüst für die Annabelle machen. Und ja, im Asiagarten ist natürlich naheliegend gewesen, das aus Bambus zu machen. Ja. Und das habt ihr dann in 2 Etagen, weil das ist ja ganz wichtig. Ja, genau. Und das ist sehr schön, weil wenn es eben regnet oder windig ist oder sie ist nass, dann legt sie sich über dieses Gerüst drüber und schaut immer noch schön aus. Und man sieht es eigentlich wahrscheinlich dann, wenn es wirklich voll belaubt ist. Das sieht man dann gar nicht mehr. Ja. Na, genau, ja. Man kann es zum Beispiel auch mit alten Ästen machen, wenn man die Obstbäume schneidet. Wirklich große, alte Apfelbaumäste. Zuspitzen, in die Erde stecken, nämlich bevor sie austreibt. Und dann halten sie die Äste und die Blüten und man sieht von den Ästen gar nichts mehr. Genau. Und ist auch ein wunderbares Gerüst. Ja. Was für die Laubbäume
die neuen Blätter sind. Das sind für die Nadelbäume diese Wipferl, die Tannenwipferl oder Maiwipferl. In dem Fall sind es die Fichtenwipferl. Ganz genau. Aber für das, was ich es heute verwende, kann man eigentlich die Triebe von allen Nadelbäumen nehmen. Da sind wir jetzt gespannt, was da draus wird. Bis Ende Mai haben sie noch Zeit, aber dann gehören die Wipferl, die Maiwipferl ins Glas. Ich verwende die Fichtentriebe immer für meinen traditionellen Hustensirup, ein wohltuendes Hausmittel, aber auch für einen ganz exklusiven Brotaufstrich. Die Fichte ist ja allgemein ein sehr beliebter Baum. Das Holz wird sogar für den Bau von Instrumenten verwendet. Es soll ja hin und wieder Leute geben, die die Tanne mit der Fichte verwechseln. Allerdings, wer schon mal zu Hause einen Christbaum aufgestellt hat, der weiß dann gleich, ob es sich um eine Fichte oder um eine Tanne handelt, weil die Fichte, die hat spitze Nadeln und die sticht ordentlich. Diese frischen Triebe, diese Wipferl, die sind gerade jetzt im Mai voller Inhaltsstoffe, wertvoll, voller Vitamine. Aber an und für sich kann man die Fichte, nämlich die Nadeln, das ganze Jahr über verwenden. Wenn ich Probleme habe mit den Atemwegen, so eine Inhalation, die hat immer noch geholfen. Ganz einfach die Zweigerl quetschen, klar schneiden und mit einem heißen Wasser überbrühen, Handtuch drüber und tief einatmen. Das löst sogar den schlimmsten Schleim. Und als Badezusatz, da eignet sich die Fichte auch. Genauso zerkleinern, ins Wasser geben. Und wer es nicht ganz so aufwendig will, der kann sich auch mit einem echten ätherischen Fichtennadelöl aus der Apotheke helfen. Wichtig dabei ist nur ein Träger. Das kann entweder Milch sein, so ein Löffel, oder wer es ein bisschen exklusiver mag, vielleicht sogar ein Schluck oder was. Und das Ganze ins Badewasser rühren. In dem Fall werden diese Inhaltsstoffe von der Nase und von der Haut gleichzeitig aufgenommen. Wohltat und Geschmack bringt ein Hausmittel mit, das gehört zum Mai dazu, wie ein Spaziergang, nämlich mein Wipferlsirup. Super bei Husten und ein bisschen bei Kratzen im Hals. Ganz einfach die frischen Wipferl Schicht für Schicht mit Honig und Zucker in ein Glas geschichtet. So wie ich das schon vorbereitet habe. Das steht jetzt ungefähr 2-3 Wochen an der hellen Fensterbank, wird dann gestürzt, der Restzucker wird dann im Topf mit ein bisschen Wärme aufgelöst, abgesäht und in ein Glas gefüllt. Bei Bedarf löffelweise einnehmen. Ähnlich, aber ohne die lästige Wartezeit, funktioniert mein Brotaufstrich mit den Wipferln. Ganz einfach die frischen, ungewaschenen Wipferl in einen Topf, in ein Gefäß, wo man gut pürieren kann. Honig dazu. Heimischer Honig. Kann ruhig ein bisschen mehr sein. So. Und für den Geschmack zum Abrunden ein kleiner Spritzer Zitronensaft oder Orangensaft. Kardamom passt super dazu, so eine kleine Prise. Nicht fehlen darf auch die Vanilleschote. In dem Fall schlitze ich sie auf und gebe nur das Mark hinein. Muss man ein bisschen auskratzen. So, oder? Das kann einen Vanillezucker nicht ersetzen. Und jetzt, genau, habe ich mir noch gemahlene Mandeln überlegt. Das passt nämlich vom Geschmack auch super dazu. Wer allergisch ist auf Nüsse, der lässt ganz einfach Mandeln oder Nüsse in dem Fall weg. So, und jetzt schnappe ich mir meinen Pürierstab und los geht's. So, das passt. Alles gut abstreifen, wir lassen da nichts drin. Viel zu wertvoll. Ein Teil kann man natürlich auch ins Glas füllen und mit einer Schicht Honig abdecken. Aber meiner, der wird jetzt gleich vernascht. Ich habe so Milchgebäck vorbereitet mit ein bisschen Butter drauf. So, und das kann man schon anrichten. Ganz was Feines. Und ich glaube, das ist wirklich jetzt im Frühling eine super Alternative zum Marmeladebrot. Eine Tür führt zum nächsten Gartenraum. Die Tür hat aber auch eine ganz besondere gestalterische Bedeutung. Ja, die Tür schließt den asiatischen Garten ab.
damit das Interesse in dem Gartenteil bleibt, immer dort ein bisschen verweilt, bevor man dann in den nächsten Gartenteil hinübergeht. Das hast du beobachtet, wenn Gäste kommen? Wenn Gäste kommen, die kommen rein in den Asiagarten und sehen sofort den Wassergarten und den Teich und gehen da schnurstracks durch. Und das, ich wollte, dass der Raum die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient hat. Und deswegen haben wir das Tor gemacht und jetzt ist es viel besser. Das ist ein Magnetwasser, ja, oder? Ja, genau. Aber Wasser ist trotzdem ein Element, das eigentlich in allen Gärten irgendwie vorkommt. Ja, in allen Gartenteilen gibt es Wasser, meistens in Form von einem Brunnen, bewegtes Wasser. Ich habe einfach das Geräusch vom Wasser irrsinnig gern und ja, Wasser ist ein schönes Element. Das Gluckseln zum Beispiel. Genau. Das ist schon beruhigend. Ja. Sehr, ja. Man hört auch andere Geräusche nicht so sehr. Mhm. Mhm. Das ist was Schönes. Ja. Du bist jetzt eine echte Biogärtnerin. Man sieht es ja, Natur im Gartenschild ist da, also ganz wichtig. Das warst du aber nicht immer. Nein, war ich nicht immer. Also ich war, wie ich angefangen habe zu gärtnern, da war eigentlich wichtig, die Pflanzen hast gekauft und dann waren Läuse oder sonst irgendwas drauf, um Gottes Willen, was hat man gemacht? Man hat irgendein Spritzmittel gekauft, ein Fungizid, Pestizid, was auch immer, und hat das brav gespritzt und dann waren die Läuse weg und man war glücklich. Ne? Man hat aber gar nicht, also ich habe nicht darüber nachgedacht, über den ganzen Kreislauf von der Natur, was die Auswirkungen sind. Und dann habe ich mich durch die Aktion Natur im Garten begonnen, damit zu beschäftigen. Habe die ganze Ausbildung gemacht und habe dann erst eigentlich gesehen, wie schützenswürdig dieser ganze Kreislauf ist und was man alles tun kann. Und ja, seitdem bin ich auch viel entspannter. Ein Buch, das wunderbar dazu passt, Mein Weg zum Naturgarten. Wir von Natur im Garten haben in diesem Buch alles zusammengeschrieben, was notwendig ist und was man wissen muss, um seinen schönen Naturgarten anzulegen. Welche Pflanzen hereinpassen, wie sich die Kinder wohlfühlen, wie sich vor allem Nützlinge im Garten wohlfühlen, wie man Wege anlegt, eine Blumenwiese zum Beispiel, wie man anlegt, aber auch, wie man einen Komposthaufen anlegt, Schritt für Schritt zum Naturgarten. Ein wunderbares Buch, eine wirkliche Grundlage. Und das zweite Buch, das ich Ihnen vorstellen möchte, heißt Traumhafte Landgärten durch alle Jahreszeiten. Das ist im Kallweil Verlag erschienen. Und dieses Buch zeigt in herrlichen Bildern, wie so Landhausgärten aussehen. Ein Buch zum Träumen. Ein Buch, das so richtig Lust macht, einen Landhausgarten anzulegen. Alle Informationen gibt es auch in der ORF-Nachlese und natürlich auch im Internet unter naturimgarten.at. Und Sie wissen ja, da können Sie auch gewinnen. Schöne Gartenbücher und Eintrittskarten für die Gartentullen, wenn Sie folgende Gewinnfrage richtig beantworten. Im Naturgarten, welcher Stoff ist da der beste Torfersatz? Darüber haben wir heute viel gesprochen. Das Natur im Garten-Telefon, das ist für Sie da von Montag bis Freitag, wann immer eine Gartenfrage auftaucht. Einfach anrufen, wir lösen Ihre Gartenprobleme. Zum Beispiel auch das Problem mit den Drahtwürmern. Gerade im Frühling taucht immer dieses Problem im Gemüsegarten auf. Bei den Salatpflanzen, bei den Kartoffeln. Wenn plötzlich eine Salatpflanze welk wird, ausgraben und dann findet man drinnen den Drahtwurm. Der Drahtwurm ist die Larve des Schnellkäfers. Und den bekämpft man ganz einfach, indem man ihn abfängt. Halbe Erdäpfel eingraben, etwa alle 40, 50 cm, ein Steckerl dazu und nach 2-3 Tagen kontrollieren, dann stecken sie meistens in der Schnittstelle drinnen und diese Drahtwürmer dann einfach vernichten. Und damit hat man das Problem gelöst. Das war's für heute. Die nächsten Gartentipps von mir gibt's wieder am Donnerstag in Guten Morgen Österreich. Liebe Ursula, ich möchte aber jetzt von dir noch ein bisschen was wissen. Natur oder strenge Ordnung? Natur. Duft, Blüte, Grün oder alles zusammen? Alles zusammen. Alleine gärtnern oder doch lieber zu zweit? Doch lieber zu zweit. Offene Gartentür, lieber besuchen oder lieber besucht werden? Sehr gerne besucht werden. Liegestuhl oder Scheibtruhe? Oh, Liegestuhl in Gedanken, aber Scheibtruhe in der Wirklichkeit. Frühling oder Herbst? Herbst. Meine große Leidenschaft im Garten ist? Das Wasser. Bewahren oder umgestalten? Notgedrungen umgestalten. Gerne bewahren, aber die Natur sagt sowieso, wo etwas umzugestalten ist. Mein Motto im Garten lautet? Alles mit der Ruhe.